ja Tito, ich bin 38, komme aus Schleswig-Holstein, bin seit 88 in Trier. Kunst mache ich, seit ich 4 Jahre bin. Ich bin Autodidakt, hauptberuflich bin ich Pädagoge. Auf Leinwand male ich erst seit 98. Ich bin Realist, wie man sieht. Das ist eins meiner Hauptwerke, würde ich mal sagen. Das Bild heißt 3 Jahre weiter. Ein Psychologe wird da bestimmt noch sehr viel mehr rein interpretieren können, als ich jetzt sage. Sowieso sage ich eigentlich ungern zu viele Sachen über meine Bilder, weil die Leute sollen sich selbst ein Bild machen und jeder Betrachter sieht auch eigentlich das, was er sehen will. Ja, JFK, ein Mann, der mich immer fasziniert hat, auf jeden Fall auch ein Grenzgänger. Ich lege immer viel Wert darauf, dass auch das Unterbewusstsein mitmalt, also davon bin ich überzeugt. Und JFK ist ja nun wirklich eine Figur der Geschichte, die das kollektive Unterbewusstsein bestimmt geprägt hat, mitgeprägt hat. Mal halt meistens erst den Hintergrund und dann die Gesichter. In diesem Fall halt Gesichter. Gesichter sind sowieso das Wichtigste für mich. Ich mal keine Landschaften. Das kann ich auch nicht, will ich auch nicht. Und an den 3 Bildern sieht man auch, dass das Wichtigste an den Gesichtern immer die Augen sind. Der Spiegel der Seele. Die erste Ausstellung hatte ich 1986 oder 84 um den Dreh. Ich habe eigentlich jedes Jahr eine größere Ausstellung. Ich habe zu jedem Bild einen Bezug, einen besonderen Bezug. Klar, zu den neueren hat man immer einen größeren Bezug noch. Und hier in diesem Raum sind eher die neueren Bilder ausgestellt. Ja, es ist ein Freund von mir, Antoine. Das heißt La Mer de Puissance, die Mutter oder das Meer der Kraft. Er kommt aus dem Senegal und ja, oben sieht man auch eine senegalesische Maske. Und irgendwann, als er mir mal auf den Keks gegangen ist, habe ich ihm da das Maul gestopft, indem ich ihm eine Feder reingeschoben habe. Hat er den Hinweis verstanden? Ich weiß es nicht, ich habe ihn noch nicht gefragt. Er weiß es noch gar nicht. Ja, und daneben halt eine Kooperation mit Laurent. Laurent ist einer der bekanntesten Graffiti-Sprüher hier aus Trier. Über den habe ich auch meine Diplomarbeit als Pädagoge geschrieben. Ja, wir hatten das seit Jahren vor, eine Kooperation zu machen. Und jetzt ist es zumindest auf Leinwand endlich mal geglückt. Und dieses Jahr wird das auch noch auf Wänden passieren. Hast du irgendwie so eine Art Ritus, wie du deine Bilder malst? Weiß ich nicht, es geht nur, wenn du morgens um 5 Uhr aufstehst und eine Tasse Kaffee und eine Zigarette geraucht hast? So war das früher, ja. Meine Mutter hat mir das immer beigebracht, zu sagen, ja, ich kann nur malen, wenn mich die Muse küsst oder so, aber nee. Ich kann eigentlich jetzt jederzeit malen, aber meistens ist es so, dass ich morgens anfange, über dem Klavier, wie gesagt, auch noch eine Kooperation mit Laurent, Chaos One. Das Bild heißt Joyride. Und das ist jetzt auch, denke ich, wie man sieht, auch wirklich ein Grenzgänger. Das spricht hier eine eindeutige Sprache. Würde ich auch sagen. Ich möchte halt provozieren, Gefühle provozieren, Emotionen provozieren, in welcher Form auch immer. Und wenn da Ablehnung kommt, ist mir das auch recht. Machst du auch Auftragsarbeiten? Sehr gerne, ja. Ich finde das immer schön, wenn Menschen konkrete Vorstellungen haben, wie sie etwas haben möchten. Mache ich gerne. Was ist Galerie Freiraum? Das ist, wir hatten mal zu viert 4 Künstler, 3 Freunde von mir noch dazu, eine Galerie in der Neustraße. Und als die dann aufgelöst wurde, wir waren da Zwischenmieter, hatten also günstige Miete zu bezahlen, sonst hätten wir uns das auch nicht leisten können, das waren 200 Quadratmeter. Ja, es kam halt schließlich ein neuer Besitzer dort und dann ist sie aufgelöst worden, die Galerie, und wir haben sie dann virtuell im Internet noch weiterleben lassen und dort lebt sie bis heute. Wie sieht deine Zukunft aus? Also was planst du? Hast du irgendwas in Aussicht? In Aussicht? Nee, in Aussicht direkt nichts. Also ich denke, es wird jetzt erstmal weitergehen mit zumindest jährlichen Ausstellungen, aber nee, mein großes Ziel ist, irgendwann mal
wenn mein Sohn alt genug ist, im Süden Europas eine Galerie zu haben. Wie lange können wir deine Ausstellung hier im Lübcke noch bestaunen? Ja, also geplant ist sie bis Ende März, aber ich denke, wir werden, ich muss den Besitzer noch fragen, noch 2 Wochen verlängern. Bedanke ich mich für das Interview. Ich habe zu danken. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und weitere so tolle Bilder. Danke.